Ja, willkommen zu Die Sims 4 an die Arbeit. So, unser Christian fliegt ins Weltraum und Don pinselt hier. Schön weiter. Ja, tschüss, mach's gut. So, dem Don setzen wir dann aber auch hier noch klassisches Gemälde Kleines Mal rein. Ich glaube, das hatte ich auch eingestellt gehabt. So, wir müssen ja weiterhin fleißig Geld scheffeln. Baufälliges Schiff. Christian sieht ein großes Schiff leise vorbeischweben. Es sieht verlassen aus oder zumindest sehr schlecht unterhalten. Soll Christian versuchen, an Bord zu gehen, um zu sehen, was sich darin befindet, oder den Roboterarm benutzen, um außen ein paar Teile zu entfernen. Ach, geh mal an Bord. Yay! Raumfahrttechnik. Okay. 2 erreicht. Und? Was malst du Feines? Das ist eine Lampe. Oh, und ein Meisterwerk. Ja, eine schöne Lampe und im Namen der Wissenschaft, nachdem Christian über die Luftschleuse des anderen Schiffes eingestiegen ist, stellt er fest, dass es sich um ein Forschungsschiff handeln muss. Maschinen, funkelnde Steine, Pflanzen, Mikroskope, ja, auf jeden Fall Wissenschaftskram. Was soll er als nächstes tun? Biologielabor untersuchen. So, dann kann er Aha, dieses who pays who? Meisterwerk an die Kunstgalerie Fill the verkaufen. soybean. You. Aha, huch. Im Biologielabor. Christian findet ein violettes Testobjekt, das zu atmen scheint. Oder zittert es? Es ist schwer zu sagen, aber zumindest bewegt es sich. Plötzlich zittert und bebt das ganze Schiff. Soll er sich weiter umsehen oder das Schiff verlassen? Auch weiter umsehen. Oh, Christian hat einen konservierten Alien gefunden. So. Weltraumkreaturen en masse. Ein Testobjekt ist seltsamer und atemberaubender als das andere. Das eine sieht aus wie ein konservierter Alien mit Kiemen und einer Nase. Als Christian das Glas in die Tasche steckt, beginnt das Schiff heftig zu wackeln. Es wird Zeit zu gehen. Als er wieder in seiner Rakete ist, beginnt das Schiff auseinanderzubrechen. Schutt fällt aus die Schubdüsen. Hoffentlich schafft das Schiff es noch bis nach Hause. Okay. Alien gefunden. Aber nichts Neues. Nö. Nuko. Einmal eine lebendige und eine andere. So, dann muss er. Dann kannst du noch mal. Durch Wurmloch. Erkunde Yes. das Weltraum weiter. Oh, So, und soybean. du? Yibs. Malst eine Obstschale. Aha. Und wen haben wir? Das ist doch. Jetzt ist er weg. Jetzt ist Johnny gekommen. Okay. Hallo Johnny, wie geht's? Hey, warte mal, du. Ein üppiger Planet. Piep, piep, das Raumschiff von Christian hat
Naja, das hatten wir doch jetzt auch schon mal vor kurzem. Landen, versuchen, Meisterwerk, ja. Warte doch mal. Hey, du, Johnny. So, na gut, dann eben nicht. Gucken wir mal. Sammler, leider nicht an Kunstgalerie. Dann halt Sammler. Dann kannst du hier Urwald landen. Na, lange Nacht. Leichte Aktivitäten. So. Dann kannst du hier klassisches, ein großes und da malst du dann wieder ein mittleres. So. Gut, gut. So, und du willst jetzt freundlich sein. Was? Mit Zähnen. Ach so, das ist wieder das gleiche, ja. Lebendig fangen, dann kriegt er jetzt auch Schnapse. halt Bisse ab. So. Toy. Ah, jetzt kommt eine, Oh. das sieht aus wie so eine Giraffe. Okay. So, jetzt hat er, glaube ich, Bisse, ne? Ja. Schon Yibs, wieder ein Alien. aha, Yibs. Was hat er denn diesmal? Lebendige blaue Schnecke. Was brauchen wir denn? Wir brauchen doch auch Weltraumbilder. Ja, es fehlt nur noch einer. Was haben wir denn Lebendiges? Es sind ja 10. Ich schätze, es gibt einmal immer im Glas und einmal halt lebendig. Wir haben Stachelschwein, Wal, Koralle, Schnecke und Tintenfisch. Wir haben Wal, Schnecke, Tintenfisch und Koralle. Dann müsste rein theoretisch hier sowas nochmal geben. Ein Stachelschwein. Das fehlt uns noch. Das sieht, ja, sieht auch so ein bisschen danach aus. Dabei ist das gewöhnlich. Hier selten. Selten. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. So, wo bist du? Niemand. Okay, dann eben nicht. So, dann musst du gleich noch einmal, ne? Glaube ich zumindest, wenn du zurück bist. Ach nee, ein armes Mädchen in einer Schlucht gefangen. Es hockt da einsam und verlassen in dieser Schlucht. Ah. Sie sieht nur das Leuchten. Werde So. Fleißig, fleißig. Den Rest könnt ihr fleißig. Was machst du? Fleißig. Und du auch. Und wie viel bringt es uns? Soybe. Na, 933. Kannst du das? Nur Sammler. Wow. Jo, ein Eichhörnchen. Aha. Meint der. Kannst du das? Nee. Leider nicht an die Kunstgalerie. Oh. So. Firma Soybe. Na, wann kommt denn Yes. unser Christian wieder? Naja, braucht noch ein bisschen. Was hast du denn? Ja, Aha. brauchst Training, musst auf Klo. Ganoi. Obstkuchen Yes. essen. So, dann Ah.
Danach kann das hier an Sammler verkauft werden. Na gut, na gut. Veruda, hey Finn? Aha. Mhm. Pi mal Daumen geteilt durch Y ist gleich x hoch 3. Und das ergibt dann ein in Uniform gekleidetes Eichhörnchen. Mhm. Und du musst auch auf Klo. Okay. Dann kannst du die Sachen erstmal verkaufen. Dann darfst du auf Klo, aber dann musst du weitermalen. verkaufen. So. Dann, ja, kannst ja gleich. So. Und dann. Okay. Ja, dann geh mal. So, und die Kids können direkt mal. Hallo Christian. So, Teenager. So. Oje, hier gammelt alles herum. Wo sind denn? Ach ja, innen drin bestimmt jetzt, ne? Ja. Dann kannst du hier, nein, da, Hausaufgaben. Und dann kannst du hier Hausaufgaben machen. So, und unser Christian ist auch zurück. Hallo. Na, stolperst du gerade? Ja, hallo. Can he know me? Ja, dann flitzt du auch mal eben auf Klo. Und dann musst du noch einmal Weltraum erkunden. Tut mir leid, aber das ist nun mal deine Nerdhirn-Bestrebenssache. So, eigentlich könnten wir ja dann die Sachen hier mal einstecken. Weil dann können wir die woanders hin tun. Ach du. Dann geh erstmal da. Gucken wir mal. Gibt es. Da, dann kannst du dir das schnappen. So, Don ist natürlich direkt spielen gegangen. So, mal ein selbstsicheres und dann hier nach Vorlage. So, mal sehen, was wir denn da. Chavez Turka, Ugnate Unga. Unga, ja. So. Ach so, er muss zur Arbeit. Okay. Tschüss. So. Was haben wir denn? Okay. Dann sei schön fleißig. So. Gut. Zwei Bücher schreiben. Eine Stunde schreiben, wenn inspiriert. Okay. Dann kannst du mal hier warte mal. Wir haben doch hier bestimmt irgendwo. Aha. Hallo Silas. Na? Oh je, der braucht unbedingt Spaß. Muss flirten. So. Gut.
Du gehst dann erstmal schön duschen. Dann kannst du dir was zu essen schnappen. So. Fuba. So. Obitascha creep. Yaba. Snashna jazir. Karun Oh, nush. gut. Somte. Du Weave hast. day. Du willst Sachen sammeln, ne? 10 Objekte sammeln. Aber du brauchst. Das ging aber flott. Was kannst du denn malen? Eine Kopie vom Bild. Das sieht doch gut aus. Pass mal auf. Hier die Rakete im Sonnenuntergang. Aha. Hello, Gwenji. So, wie viel bringt das? 2000. Gut, gut. Achso, du hockst in der Badewanne. So, du bist unser Serienromantiker, okay. Habe eine Freundin oder einen Freund. Ja. Könnten wir ja mal, wen sollen wir denn nehmen? Er soll dann mal. Einfach. Wer würde denn vielleicht zu dir passen? Oh, bist sauer. Du. Wie wär's? Abzuhängen. Hol doch mal die zwei Mädels ran. Zwei Mosch, sind geschah. So. Ja, okay. Aber dann machen wir das im nächsten Part. Ich lade das. Dann haben wir den Ladebildschirm weg. Und ja, dann haben wir im nächsten Part eine hübsche Verabredung mit unserer Kleinen. Und dann können wir vielleicht auch die Beziehung mal vorantreiben, sprich, dass wir das endgültig machen, dass sie zum festen Paar werden und sich auch dann gegebenenfalls so Ringe tauschen. Und ja. Dann gucken wir mal, wie es so abläuft. So, naja, Verabredung ist Mingle. es ja nicht direkt. So, dann sage ich ihr, nee, ich sag ihr weiter noch nichts. Dann können die ja miteinander Spaß im nächsten Part haben. Ja, also schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Wenn sie ihre Beziehung festigt. Oh. Wo haben wir denn deinen Schatz? So. Ja, da müssen wir ordentlich ran, damit die Freundschaft und vor allen Dingen der Flirtbalken hochbrischt. Ja. Wie gesagt, schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denne dann. Tschüss!